Ja, Tobias, schön, dass ich mit dir hier sein darf, hier im Novotel Aachen City. Apropos City, wir haben ja hier einen super Ausblick auf die Aachener Innenstadt. Da drängt sich für mich natürlich die Frage auf, was ist denn so das Besondere an Aachen? Warum sollte man denn hierher kommen? Das Besondere in Aachen ist einmal die Lage, also direkt im Dreiländereck. Man hat den Flair von den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Dann die Stadt ist wunderschön. Also wir haben eine wunderschöne Altstadt mit einem kleinen Dom. Und wenn man abends rausgehen möchte, geht man in die Pondstraße. Und ich glaube, Aachen hat sogar die höchste Kneipendichte pro Kopf. Also hier wird es nicht langweilig. Jetzt wohnst du ja schon eine ganze Weile hier in Aachen, also mehr als 10 Jahre. Das heißt, du hast sicherlich den einen oder anderen Lieblingsort in der Stadt oder einen Lieblingsplatz. Welcher ist es denn und warum? Also wenn ich in Aachen bin und ich möchte abschalten, gehe ich auf den Lousberg und genieße die Aussicht über Aachen. Also man hat wirklich die gesamte Städteregion im Blick. Man kann bis Holland-Belgien rüber gucken. Die Pondstraße. Also in der Pondstraße kann man immer was erleben. Man kann fast 24 Stunden Party machen, wenn man möchte. Da kann man sehr gut abschalten abends. Dafür, dass die Stadt ja doch nicht so groß ist, habt ihr ja doch eine Menge Hotels. Wenn ich jetzt quasi hier Urlaub machen möchte oder eine Städtereise oder einen Kurztrip, warum sollte ich denn bei euch im Novotel Aachen City übernachten und nicht in einem anderen Hotel? Novotel hat ein neues Bettenkonzept. Das haben wir jetzt bei uns im letzten Jahr umgesetzt. Das heißt, wir haben komplett neue Betten mit einer neuen Matratze. Ist eine Art Boxspringbett, wo man sehr bequem drauf liegen kann. Es entspricht den meisten Rücken. Dazu haben wir verschiedene Kopfkissen. Also das Kopfkissen ist von der einen Seite etwas weicher und von der anderen Seite etwas fester. Das heißt, jeder kann sich aussuchen, was er bevorzugt. Und meine Kollegen sind die herzlichsten Kollegen, die ich bis jetzt wirklich in der Hotellerie kennengelernt habe. Und so gut wie hier wird man irgendwo bedient. Super. Vielen Dank. Danke. Eine schöne Erfahrung. So.